Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout, wollte ich jetzt gerade schon sagen. Zu Homefront The Revolution. Ja, wir befinden uns immer noch hier in der Zuckerfabrik und müssen, ja, dort hinten hin. Ich hätte ein kleines Aufnahmepäuschen gehabt. Muss jetzt wieder erstmal wieder reinkommen. Da hinten wird schon wieder gekämpft. Also hier ist eine Menge Action, das haben wir ja in der letzten Folge ja auch gesehen. Und anscheinend ist hier eine Kiste auf der Karte. Oder bedeutet das... sollte nicht... Nein, verdammt, kacke. Okay, schießen ist nicht einfach. Ich merke es gerade, vielleicht kann ich mich auch skillen. Das weiß ich natürlich nicht. So, den werde ich erstmal weglooten. Boah, Alter, meine Fresse, wie geil das einfach aussieht. Und mit dem Regen jetzt gerade. So, erstmal ordentlich mitnehmen hier. Ah ja, und wir mussten ja, stimmt, wir haben ja beim letzten Mal schon versucht gehabt, in die Basis einzudringen. Das war ja unsere Aufgabe, da können wir mit dem Motorrad reinspringen oder auch durch die Tür. Und ich hatte es beim ersten Mal durch die Tür probiert. Hier steht übrigens hier drüben auch noch ein Motorrad, sehe ich gerade auf der Karte. Ah, da unten, da liegt auch jemand. Ist ein bisschen, jetzt merkt man noch so ein bisschen Open World. So ein bisschen so dieses freie Rumlaufen, ist schon ganz cool. Hier liegt doch jemand, können wir den, können wir sogar auslooten. Und hier ist ein Motorrad. Ich bin gerade am überlegen. Sollen wir es mal probieren, mit dem Motorrad da reinzujumpen? Ich bin mir da gar nicht... Ich bin kein guter Motorradfahrer. Das habe ich ja in der zweiten Folge schon direkt bewiesen. Und ich bin mir da gar nicht so sicher. Entschuldigt mal, kleinen Moment. Verdammt, da habe ich mal kurz abgehustet und da sind die schon hinter mir. Ich muss irgendwie in das Gebäude nochmal kommen, um die Rampe zu kriegen. Ja, hier glaube ich. Die Frage ist nur, wie komme ich oben auf die Rohre? Kann ich einfach hochfahren? Yeah! Geronimo! Wie komme ich denn... Da komme ich doch gar nicht drauf, oder? Moment, ich probiere es nochmal. Nein, das geht nicht. Okay. Hätte ja funktionieren können. Jetzt bin ich gerade... Ich sag ja, ich bin kein guter... Motorradfahrer. Hallo? Hallo? Ich muss mit der Steuerung auch selber erstmal klarkommen. Die Steuerung ist so ein bisschen... Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Wie komme ich denn bei dem Gebäude denn in die zweite Etage? Hier vielleicht durch? Ja, ja, hast mich gesehen, ich weiß. Schön für dich. Da war auch ein Luftschiff, was uns gescannt hat. Komme ich denn irgendwie hier nach oben? Ah, hier ist eine Treppe. Ich probiere mal ein bisschen mein Glück. Das ist natürlich alles ein bisschen, eng. Aber eng ist ein dehnbarer Begriff. Ne? Ja, hol mal rum. Hallo? Ah, hier ist die Rampe. So, ich würde sagen, Geronimo! Yeah! So. Ah, okay. Ah, da ist man direkt hier. Ich dachte, jetzt kommt so eine... Ja, gut, geparkt habe ich super. So parke ich auch privat. Boah, so ein Snipergewehr wäre jetzt geil. Ein Snipergewehr wäre echt cool. Da kann ich irgendwas machen. Wir müssen mal schauen. Ich sehe noch keinen Gegner. Hat er sich die gespeichert, dass die weg sind? Ich kann mir das gar nicht... vorstellen. Ah, nee, da drüben sind Gegner. Was kann ich denn hier machen? Kann ich hier... Manche Terminals und Türen können mit Guerilla-Werkzeugen zum Hacken und manipuliert werden. Wer schießt denn da? Du Drecksau. Verdammt, da sind ganz viele links. Uah! Ich bin so schlecht im Schießen hier. Mist, da stehen welche vor der Tür. Ich hoffe, die kommen nicht rein. Da steht jemand mit der Flinte. Ich glaube, das sind schwere Gegner. Und ich will natürlich nicht verkacken jetzt hier beim zweiten Anlauf. Ich loote mal eben. So. Ich will natürlich das jetzt erstmal hier ganz in Ruhe und Sorgfalt hier ein bisschen... Aua! Lass das! Au, Alter, was? Okay. Alter, boah. Huha. Okay, das sind schwere Gegner. Ich kenne den Molotow. Achso, R1 mit Molotow, ne? Wir sind schon wieder fast tot. Das gibt's doch gar nicht.
Boah, hier geht man aber schnell drauf. Ich versuche mal einen Molly zu... Okay, der ist down. Okay, blind schießen wäre so schon mal interessant. Mal kurz gesehen zu haben. So, jetzt mal gucken, wo sind die anderen beiden? Da, hinten. Ich habe jetzt noch ein bisschen in den Hintern geschossen. Na, versuch mal ruhig zu bleiben. So, der müsste weg sein. Da hinten steht noch jemand. Da hat er sich gerade versteckt. Komm her. Komm her, du Sau. Komm her, du Sau. Ist der weg? Ich hoffe. Ich lade mal viel zu viel nach. Ich weiß es selber. Es ist irgendwie so eine dumme Angewohnheit von mir seit... Oh, da ist irgendwie ein Scharfschütze, glaube ich. Da ist ein rotes Laservisier. Da oben sitzt er. Ich habe dich genau gesehen. Herz und Gedanken, 11% Scharfschütze, 1 von 10. Alter, was? Hier sind 10 Scharfschützen? Oder zählt das jetzt fürs Gebiet? Ich weiß das selber gar nicht. Gerne mal... Wie war denn hier nochmal... Ah, hier war die Taschenlampe, okay. Nur vorsichtshalber. Lass mal ein bisschen umgucken. Jetzt haben wir ja ein bisschen aufgeräumt, haben wir ein bisschen Zeit. Okay, sehr schön. Munition wieder voll. Die Waffe ist wesentlich besser. Die ist für den Fernkampf ein bisschen besser als wie die... Als wie die MP, die wir uns gebaut haben. Wir werden natürlich erstmal ein bisschen auch looten und so. Was gibt's hier Schönes? Aha. Ist das eine Arrestzelle oder? Ach, hier hätte man bestimmt auch infiltrieren können, oder? Oder wo kommt man hier hin? Hallo? So, erstmal aufschneiden. Wo komme ich denn hier hin? Hallo? Ich erreiche das Nötz-Waffenlager, ist unsere Aufgabe. Ich frage mich, wo dieser Tunnel hinführt. Okay, hier kommen wir nicht. Sieht aus, als könnte man das wegsprengen. Aber ich bin ja noch relativ neu bei dem Spiel und habe keine Ahnung. Ich bin noch jung und habe mein Leben noch vor mir. Wo kommen wir denn jetzt? Dieser Tunnel könnte direkt in den Stützpunkt führen. Hä? Mit etwas Glück wird er nicht bewacht. Ach, jetzt haben wir quasi diesen... Alle roten Zonen sind Sperrgebiet. Ah, okay. Oh, da. Oh. Und da hinten stehen welche. Ah, jetzt sind wir es quasi umgangen. Hier links sind auch schon wieder Gegner. Hier oben. Boah, das ist aber echt schwierig, hier alleine sich durchzuschlagen. Boah, das wird echt herausfordernd. Das wird lustig. Da oben ist jemand von uns am Laufen. Zumindest sieht es auf der Karte so aus. Da steht er. Mal gucken, ob wir den anheuern können. Solange der natürlich nicht wegläuft. Ja, lauf du mal zu den Gegnern. Was für eine spannende und dramatische Musik auch, ne? Also es passt alles irgendwie richtig wie die Faust aufs Auge. Muss ich sagen. Also ist schon... Aber dann war das ja wirklich nur so eine Zwischenbasis. Aber dann hätte ich doch einfach... Da ist schon heute irgendwo ein Da oben ist ein Scharfschütze. Hallo? Kletter doch... Mich würde mal interessieren, ob man für die Waffen auch später Schalldämpfer bekommt. Weil das ist, glaube ich, hier sehr, sehr hilfreich, weil wenn man einen erschießt, werden, glaube ich, die anderen Truppen, glaube ich, auch direkt alarmiert. Und da habe ich kein großes... Was ist das denn? Okay. Da habe ich keine große Lust drauf, dass hier irgendwie sofort Terror und Zirkus ist. Hier in der oberen Etage ist ein Radio. Was war nochmal die Radio? Oh, da ist eine Drohne. Die hat uns nicht gesehen. Ich versuche den Sniper mal zu messern. In der Hoffnung, dass er uns nicht bemerkt. Oh, Grafikfehler. Sehe ich genau. Ihr habt es auch gesehen. Gut, ein paar Mankos natürlich hat das Spiel auch. Ist natürlich selbstverständlich. Es läuft unten einer rum. Der läuft genau hier ins Gebäude. Kann das sein? Ja, natürlich. Ist klar. Ich würde die gerne noch markieren, weil man sieht die auf der Karte nur, wenn man sie einmal gesehen hat. Achso, Batterie voll. Ich mach das Radio gleich mal an. Ich will den jetzt erstmal hier erledigen. So. Warum bleibt er nicht... Ich verstehe nicht, warum er nicht weiter geduckt bleibt. Ist ein bisschen merkwürdig, weil würde Sinn machen. So, es fängt schon wieder an zu pissen. Da ist die Drohne am Rumfliegen und der Gegner.
Ah, ist schon geil. Ist schon verdammt spannend und interessant mal so ein bisschen. Ah, hier hätten wir wahrscheinlich jetzt. Ah, Stimmen der Freiheit. Ach, das sind noch Nebenquests. Oh Gott, oder so Nebenaktivitäten, die man machen kann. Da sieht aus, ob das ein Safe-Raum. Sieht zumindest danach aus. Okay, das Radio spricht zu uns. Ich bin... Alter, wie geil das aussieht. Entschuldigt bitte auch für die PS4-Version. Das ist der Hammer. Ich glaube, das werde ich in diesem Let's Play, glaube ich, häufig genug sagen, bis es irgendwann nervt. Ich weiß es jetzt schon. So, ich springe mal in den Müllcontainer. Okay, haben wir ein paar Gegner gut umgangen. Es sieht auch ein bisschen aus, als würde es Nacht werden, oder meine ich das nur? Oder... Brady, wir haben hier ein Problem. Die Norks haben hier eine Duster-Startplattform errichtet, mit der sie Gasangriffe auf die anderen roten Zonen durchführen wollen. Du musst sie zerstören, bevor die scheiß Duster abgefeuert werden können. Okay. Hier ist jemand. Können wir den anheuern? Mach die ein Feuer und kann die... Ah, okay. Die gehört jetzt zu uns. Das ist schon mal gut. Ich hoffe natürlich nicht, dass die... Können wir der auch Befehle geben? Ich glaube nicht. Ich hoffe natürlich, dass sie nicht irgendwie in Gegnermassen reinrennt oder so. Okay, was haben wir da? Ich schau mal eben... Wie war denn nochmal die Karte? Ich schau mal eben auf die Karte. Was ist das denn hier? Hm, halt den Duster-Start auf. Okay, da müssen wir hin. Unruheherdende Mission. Und hier haben wir, glaube ich, eine Hauptquest. Eine Hackjob, genau. Missionsprotokoll. So, 2 von 5 Radios haben wir gefunden. 0 von 5 Fahrzeuge. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die bedeuten, die ganzen Sachen. Schauen wir mal. Wir machen mal diese Mission da. Weil er uns ja gerade darum gebeten hat, dass wir das machen. So. Bewegen uns mal ein bisschen schneller. Gucken wir mal. Ich glaube auch, das wird auch ein sehr, sehr langes Let's Play. Das hatte ich ja... Da haben wir ja schon ein paar Gegnerchen. Könnte man guten Molly reinwerfen, wenn die uns nicht sehen. Kann man hier raufgehen? Ich klemme irgendwie ein bisschen. Wie kann ich denn den Molly werfen? Einfach R1 und dann gedrückt halten, oder? Oh Gott, ich bin so schlecht in dem Spiel. Oh Gott, ich sehe jetzt schon die Kommentare unter dem Video. Oh Gott, ich sehe jetzt schon die Kommentare unter dem Video. Du bist so schlecht im Schießen. Da ist doch noch jemand drin, oder? Oder irre ich mich da? Und da ist auch noch jemand. Kriegt die das hin, oder nicht? Und hinter uns kommen auch noch welche. Verdammt. Das wird ganz schön... Kommt er jetzt da raus, oder nicht? Ja, kümmere dich mal um die Links. Dann kümmere ich mich so lange hier um die... Um die da im Gebäude sind. Wenn da welche überhaupt drin sind. Ich meine, hier war doch noch einer, oder? Doch, da ist er. Diese Anlage ist für die KVA-Aktivitäten. Na, bleibst du mal stehen? Wer weiß, welche schmutzigen Geheimnisse wir haben. So, ist ja schon mal weg. So, ein bisschen sammeln. So. Sollte ich jetzt nicht hier irgendwas machen? Na, sag mal, schub mich doch einfach mal weg. Ich bin ein Anführer. Hau ab. Ja, ich brauch dich nicht mehr. Nee, die wird sich ausheulen. Die wird sich bei dir ausheulen. Ah, hier ist der Empfänger. Da müssen wir da hoch wahrscheinlich. Es ist schon arg dunkel geworden schon wieder, ne? Mach mal die Taschenlampe an, besser ist. So. Gucken wir mal. Okay. Ja, natürlich. Wieso springt er denn?
Ist das eine hohle Nuss? Das gibt's gar nicht. Ich bin fast tot gewesen. Und ich habe kein Medipack mehr. Das ist natürlich super. Das heißt, wir müssen unbedingt zusehen, dass wir Medipacks kriegen. Wieso ist er denn da vorbeigesprungen? Ach, ich muss wahrscheinlich erst hier drauf, oder? Nee, dann springe ich ja hier gegen. Hä? Wie kann ich denn... Nein, hör auf damit! Hä? Wieso komme ich denn da nicht rauf? Ich bin wahrscheinlich schon wieder zu dumm dafür. Das gibt's doch gar nicht. Das muss doch gehen. Oder muss man da von ganz oben? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist doch... Was eine hohle Scheiße. Ganz ehrlich. So, wie war das nochmal? Liberty 7. Wie war es? Wie funktioniert das denn nochmal? Achso. Yeah. Cook-Chemikalien. Cock-Chemikalien. Er hat Cock gesagt. So, Funkstation in der Fabrik, sehr schön. Sendeempfänger online. Gute Arbeit, Brady. Jetzt können wir die Aktivitäten der Norks in der Zone nachverfolgen.